Wir gucken uns jetzt das Video, das Angelcamp 2020, Stress mit Sido an. Let's go. Ja. Genau das hat das Angelcamp 2020 mit Knossi, Unsympathisch TV, Money Mark und Sido auch eindrucksvoll bewiesen. Sie haben nämlich mit diesem Camp einfach mal so nebenbei den deutschen Zuschauerrekord auf Twitch geknackt. Während den vorher Monte mit ungefähr so 170.000 Leuten hatte, naja, gehört der Rekord halt nun Knossi mit unglaublichen 312.000 Leuten, die gleichzeitig diesen Stream geguckt haben. Alter, 312.000 Leute. Das ist so gefühlt jeder, der so unter, das ist so weiß ich, gefühlt jeder, der so, ja, wobei das Ding ist halt bei Knossi und so, das sind halt Leute, die aus unterschiedlichen, oder von unterschiedlichen Alter her sind, das sind nicht nur ganz junge Leute, das sind auch Leute, die einfach älter sind oder auch Leute, die ziemlich alt sind, die ziemlich alt sind, dann, das waren halt nur gehypte Leute, ne, das war wirklich ein Treffpunkt von nur gehypten Leuten und es war klar, dass sie den Zuschauerrekord knacken, dass sie aber durchschnittlich so viele Zuschauer haben, dass man sagen kann, ja, so um die 200.000 Zuschauer im Durchschnitt und auch beim Peak so über 300.000 Zuschauer ist halt echt sick. Das ist wirklich sick. Haben. Unter anderem waren am Wochenende auch sehr bekannte Gäste unterwegs. Pietro Lombardi, Montana Black, Memo mit 5O oder auch Kool Savas, der allerdings gar nicht mehr so cool ist. Spaß, Digga, du bist der Geilste. Ach ja, und vergesst nicht, das Video zu liken, damit ich bei Nindo weiterhin in den Top 100 der meistgelikten YouTuber nach 5 Tagen bin. Aber was ist das Angelcamp überhaupt? Naja, man kann sich das Ganze so ein bisschen wie das Dschungelcamp vorstellen, nur halt unterhaltsam, ohne Cringe und auch wirklich mit richtigen Promis, zumindest was das Internet angeht, und nicht irgendwelchen komischen Z-Promis, die irgendwelche Schulden haben oder irgendwie hoffen, dadurch wieder ins Gespräch zu kommen. Hat das eigentlich schon mal geklappt? Ist irgendeiner vom Dschungelcamp wieder bekannt geworden? Der Livestream ging insgesamt 72 Stunden, also ein komplettes Wochenende. Sie haben einiges an Spielen gemacht, sie haben sehr viel miteinander geredet und natürlich haben sie auch geangelt. Und no joke, ich wusste tatsächlich nicht, dass die da angeln. Ich dachte, die nennen das nur so. Wie random, oder? Krass. Sehr cool fand ich unter anderem, dass es halt verschiedene Schlafmöglichkeiten gab. Zum Beispiel einen Wohnwagen oder halt auch ein Zelt. Und die besseren Sachen, wie zum Beispiel den Wohnwagen, hat man halt bekommen, wenn man am Tag beim Angeln den größten Fisch rausgeholt hat. Also der den größten Fisch hatte, hat den besten Schlafplatz bekommen und dann immer so weiter nach unten. Und ich fand es auch lustig, weil Sido hat, glaube ich, überhaupt gar nichts geangelt, oder? Soweit ich weiß. Außer natürlich ein paar... Ich habe nur mitbekommen, dass irgendwie Money Mark einen Fisch rausgeholt hat und ich glaube, Knossi hat den ersten Fisch rausgeholt. Das habe ich so mitbekommen, aber ansonsten habe ich, glaube ich, was... Das Angeln anging, habe ich gar nichts weiter mitbekommen. Ebenfalls gab es da einfach Live-Auftritte. Ich meine, das muss man sich mal überlegen. Das ist halt so ein Twitch-Event und die haben da einfach eine richtige Bühne gehabt. Da sind dann unter anderem halt auch Money Mark und Sido aufgetreten, aber auch unser guter alter Freund Tanzverbot hat sich die Ehre dort gegeben. Ja, Mann. Oh, ich feier das, Bruder. Wette, wenn Tanzverbot tatsächlich so ein Album rausbringt mit nur solchen Tracks, geht er Gold. Und weil ich die Idee hatte, musst du mir eine Goldplatte schenken. Abends haben sie dann immer noch mal eine abgespeckte Version von Werwolf gespielt, wo es halt nur einen Mörder gab. Auch das war wirklich mega unterhaltsam und hat Spaß gemacht, dazu zu gucken. Außerdem gab es auch am Abend immer einiges an alkoholischen Getränken, wodurch Knossi dann zum Beispiel einfach mal random in die Feuerschale gefallen ist. Da! Oh shit! Alter! Ey, ist er gerade ins Feuer gefallen? Nein, Sido, er versucht gerade drüber zu fliegen. Was ich an dem Angelcamp halt wirklich so unfassbar krass finde, ist halt erstmal die Tatsache, dass Knossi damit halt... Also ich verstehe das jetzt immer noch nicht ganz. Das Angelcamp Stress mit Sido, ich verstehe es gerade noch nicht ganz genau. Ja, Knossi ist dort reingefallen, aber dem ist nichts weiter passiert. Also der hat sich ganz kurz verarzten lassen, aber das ging dann direkt weiter. Aber wie kann man denn bitte so krank sein? Also die einzige Aufgabe, die du hast, wenn du ins Feuer rennst, ist nicht ins Feuer zu fliegen. Es ist wirklich, du hast nur eine Aufgabe. Und Knossi ist in der einen Aufgabe gescheitert. Er hat das nicht geschafft. Aber Hauptsache, er angelt dann noch einen Fisch. Das ist für mich wieder geisteskrank. Alle möglichen deutschen Twitch-Rekorde einfach mal absolut zerstört hat. Aber was er auch gezeigt hat, dass man selbst auf einer Plattform wie Twitch so ein hochproduziertes Produkt an den Start bringen kann, ohne alle 2 Minuten irgendwie die Werbetrommel zu rühren. Ich meine, schaut euch einfach mal rückblickend das Angelcamp auf Twitch an. Ich meine, die haben da 500 Kameras, eine eigene Bühne, 1000 Ansteckmikrofone. Ansteckmikrofone sind heute einfach das Krasseste, was es gibt. Aber auch insgesamt war die Qualität auch sowas... Ey, sind die nicht sogar... Nee, das geht ja eigentlich nicht. Aber die Qualität, die war so krass. Als die ins Wasser gegangen sind, konnte man die auch noch so gut hören. Gibt's Ansteckmikrofone, die man einfach so easy auch mit ins Wasser nehmen kann? Also eigentlich müsste es das bestimmt geben, aber wenn die das hatten, ey, ich weiß nicht, wie viel Geld das gekostet hat, diese Mikrofone.
dass es sich hierbei nur um einen Twitch-Livestream handelt. Dafür wirklich absoluten Respekt an die Leute, die dafür im Hintergrund verantwortlich gewesen sind. Knossi hat dazu während den 3 Tagen einfach mal ungefähr 200.000 Follower neu dazu bekommen. Darüber hinaus Alter, ist der Stream selbst... 200.000 Follower in 3 Tagen! 200.000 Follower! Junge, das ist einfach fast dreimal mein Kanal, was er auf Twitch an Followern bekommen hat. Selber nie unter die 50.000 gefallen. Ich glaube ja, sogar Tobi, sehr, sehr selten unter die 100.000, obwohl abends halt immer 2 Moderatoren den Stream übernommen haben, damit halt Knossi und die anderen auch mal schlafen konnten. Also auch dafür einfach fetten Respekt. Ich bin halt wirklich niemand, der so aktiv Streams guckt, aber das hat mich tatsächlich unterhalten, zumindest wenn ich Zeit hatte. Ich war die meiste Zeit am Wochenende leider unterwegs. Ich habe ein Leben im Gegensatz zu euch. Allerdings gab es dann in der 2. Nacht, naja, auch einen kleinen Cringe-Moment, muss man sagen. Und zwar hat die Regie sich gedacht, naja, wir machen einfach mal einen ultra lustigen Prank, der aber gar nicht mal so lustig war eigentlich. Sie dachten halt aus irgendeinem Grund, dass es lustig wäre, so ein komisches Oktopus-Monster da reinzuschicken, der dann da so ein bisschen für Furore sorgt und so ein bisschen den anderen Angst macht. Unter anderem war auf einmal irgendwie so ein Bengalo oder ein Böller unter der Feuerschale, da hat es auf jeden Fall gebrannt, wo ich mir auch nur so dachte, okay, Digga, weiß ich nicht, soll das jetzt lustig sein so? Humor 2020 oder was? Der Witz war ungefähr so lustig wie das Jahr 2020. Ja, aber ich muss sagen, jetzt nur mal bei dem Thema mit diesem Prank, was ja angeblich die Stimmung versaut hat. Stellt euch jetzt mal vor, alle hätten es lustig gefunden oder dieser Prank wäre aufgegangen. Dann hätte das jeder gefeiert. So, jetzt hat sich halt ein Sido erschrocken oder so, weil er Paranoia geschoben hat. Und auf einmal ist es das Schlimmste und das Unlustigste, was man hätte machen können. Also ich persönlich fand das jetzt mit diesem Prank nicht so schlimm, weil in diesem Camp, da prankst du halt mal da angehend. Fand ich jetzt persönlich nicht so mega schlimm. Da Sido zu dem Zeitpunkt halt schon relativ stark alkoholisiert war, hat er wohl ein bisschen Paranoia bekommen, wer da jetzt unter einer Decke steckt oder nicht. Er hat dann halt irgendwann einfach den Livestream verlassen und ist einfach weggegangen. Knossi und Moneymark sind dann halt mit. Knossi wurde allerdings von dem Security-Mann wieder weggeschickt und Moneymark ist erstmal einige Zeit mit ihm gegangen. Dann kamen die beiden irgendwann wieder und die Stimmung war einfach komplett am Boden. Sido hat generell einfach gar nichts mehr gesagt, sondern hat sich halt direkt pennen gelegt. Und naja, dann saßen die da halt noch so 2-3 Minuten. Keiner wusste, was abgeht. Dann hat man einfach an die Regie gegeben und naja, das ist halt alles, was an dem Abend passiert ist. Es gab halt einfach kein Statement für die Zuschauer, wie das Ganze aussieht oder was zur Hölle da einfach gerade passiert ist. Das Ganze war einfach absolut intransparent und die Leute wurden halt einfach im Dunkeln gelassen. Genau sowas wollte man halt am Anfang vom Livestream eigentlich verhindern. Ich meine, dass es halt mal zwischenmenschliche Probleme gibt oder dass es auch... Ja gut, ich meine, dass sie das dann nicht gesagt haben, was jetzt so richtig los war, finde ich dann aber auch nicht korrekt, ne? Gut, das wusste ich jetzt nicht, dass es so war. Aber ja, das muss ich sagen, das kritisiere ich mehr als den Prank an sich. Dass die dann nicht gesagt haben, hier, wir wollten das und das machen, war ein Fehler. So, und das hat es vielleicht versaut, was weiß ich. Auch mal zum Streit kommen kann. Gerade wenn es irgendwelche Aktionen gibt, die halt vorher nicht abgesprochen waren, das ist ja absolut menschlich. Und ich glaube, da hat auch niemand irgendwas. Aber ich finde, dass man mit solchen Sachen halt schon offen umgehen sollte. Vor allem, wenn man das halt am Anfang des Streams noch sagt. Ich meine, das Ganze war natürlich auch einfach richtig doof für die Zuschauer, weil auch Knossi meinte am Ende einfach, ja gut, wir geben jetzt erstmal ab und melden uns später nochmal. Ich meine, was heißt denn später? Geht ihr jetzt nochmal schlafen oder kommt ihr nach 5 oder 10 Minuten nochmal ran? Die Leute wurden halt einfach im Dunkeln gelassen. Und gerade für diejenigen, die da wirklich stundenlang oder auch die ganze Zeit zugeguckt haben, ist das einfach wie ein Tritt ins Gesicht, weil die natürlich gewartet haben, bis sich halt irgendwer mal zu der ganzen Sache äußert. Ich meine, es wäre ja keiner böse gewesen, wenn man die ganzen Informationen wenigstens auch an den Mann gebracht hätte. Aber so war das Ganze schon eher schwach, muss ich sagen. Hier muss ich auch mal wieder Da Vinci kritisieren. Und zwar dachte der sich natürlich direkt so um 6 Uhr... Okay, Da Vinci wird doch noch gefrontet. Let's go. Ich bin sehr gespannt. So, ich darf Da Vinci nicht kritisieren. Ich lasse es jetzt einfach, okay? Oh Bruder, Promi-Flash-Zeit. Oh Bruder, 3 Uhr morgens, Zeit für ein Promi-Flash-Video. Und hat direkt um 6 Uhr dazu etwas hochgeladen. Und unter anderem sagt er da einfach das hier. Gesehen von der Moderatorin, die auch nochmal Leuten geantwortet hat auf Instagram. Angeblich hat das Monster Siggis OCBs geklaut. Ich weiß nicht, ob die jetzt trollt oder ob das jetzt ernst gemeint ist. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt zu einem Ausraster von Sido geführt hat. Aber vielleicht war das jetzt zumindest ein Grund. Und man weiß es jetzt aber auch nicht. Ich meine, Digga, es ist halt mehr als offensichtlich, dass dieser Screenshot einfach absolut bearbeitet worden ist. Also guck dir alleine mal die Ausdrucksweise an, aber halt noch viel mehr die Schriftart. Also natürlich ist das halt nicht echt. Und ja, er sagt im Video zwar... Warte mal, wer hat denn das geschrieben? War selber, ja, ich weiß nicht. Das stimmt eigentlich, ne? Guckt euch mal die... Aber kann man die selber auch einstellen auf dem Handy, dass die Schriftart so aussieht? Ich weiß nicht. Aber ich meine, kann man das einstellen, dass die Schriftart so aussieht wie hier? Ich denke schon, dass das jemand geschrieben hat.
Aber ich denke nicht, dass das dass hier irgendwie korrekt sein soll. Die Schriftart. Also natürlich ist das halt nicht echt. Ja, er sagt wirklich im Video zwar selber, ja, ich weiß nicht, vielleicht trollt die oder hat das gar nicht ernst gemeint. Digga, offensichtlich hat die das halt gar nicht gesagt. Warum packst du sowas in ein Video? Du machst damit einfach die Moderatorin von Knossi Stream runter. Was soll das? Sowas verstehe ich bei Da Vinci einfach nicht. Anstatt einfach zu hoffen, dass du innerhalb von einer Stunde so ein Video rausböllerst, um die meisten Zuschauer damit zu fangen, wie wär's denn einfach mal damit, ein vernünftiges Werk zu machen, wo solche Dinge eben nicht drin sind? Neuer Simplicissimus. Da sehen die Lache. Sido hat am nächsten Tag selber ein Statement abgegeben und meinte einfach... Alter, was ist denn mit... Was ist denn eigentlich los, Leute? Also wie oft wird eigentlich Da Vinci... Also wie oft wird er eigentlich... von Kuren TV mittlerweile auseinandergenommen. Einfach, dass es halt mitten in der Nacht war. Dazu war der Alkoholpegel halt relativ weit hoch und er konnte zu der Zeit einfach niemandem mehr vertrauen, da keiner wusste, okay, steckt jetzt irgendwer mit der Regie unter einer Decke oder nicht. Denn auch das wurde davor wirklich extrem diskutiert und jeder hat jedem die Schuld gegeben, dass er da irgendwie mit drin ist. Und deswegen ist Sido halt einfach abgehauen. Also im Endeffekt halt auch gar nicht so schlimm, wie es ist. Und ich finde, das sind halt Dinge, die man auch einfach direkt hätte klären können. Was kann man dazu halt noch sagen? Natürlich war die Aktion schade, aber ich finde, dass es nicht die anderen 71,5 Stunden irgendwie kaputt macht. Der Stream und alles, was sie da gemacht haben, ist einfach absolut krass und wird auf jeden Fall in die Twitch-Geschichte eingehen. Es gab jetzt vielleicht die eine Aktion, die nicht so cool war, aber ich meine, gleichzeitig gab es in den 72 Stunden wahrscheinlich auch 50 Aktionen, die einfach mega geil waren. Zum Beispiel ist random irgendwann einfach ein Zuschauer 1,5 Kilometer oder sowas rübergeschwommen und war dann da auf einmal im Camp. Der wurde zwar direkt von den Security... Was, da war ein Zuschauer im Camp? Alter, wie wild. Aber da muss man auf jeden Fall eine gute Ausdauer haben, um 1,5 Kilometer zu schwimmen. Also ich bin bisher noch nie so weit geschwommen, aber es ist bestimmt schon eine ordentliche Herausforderung. Die Leuten weggeholt, aber sowas zum Beispiel ist halt auch einfach mega lustig. Also Props dafür. Auf jeden Fall ist Twitch jetzt fresher denn je, meine Freunde. Und sie haben ja auch schon angekündigt, dass sie sowas jedes Jahr machen wollen. Und ich bin auf jeden Fall sehr erfreut darüber, weil das wirklich sehr viel Spaß gemacht hat. Abgesehen von dem kleinen Skandal am Ende, war das, glaube ich, bisher so der krasseste Livestream, den es halt überhaupt auf Twitch gegeben hat. Und dafür halt wirklich heftigen Respekt einfach an Knossi und an das ganze Team, was halt noch dabei war. Ja. Ihr habt wirklich richtig gute Arbeit geleistet. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf jeden Fall, ich muss auch sagen, unglaublich krass. Leistung. Gutes Video, ich muss auch sagen, fand ich jetzt unterhaltsamer und auch besser gestaltet als das von Da Vinci, weil bei Da Vinci ist bei mir nichts im Kopf geblieben. Das wird bestimmt hier auch relativ, also es hat jetzt schon, währenddessen wir es uns angeguckt haben, hat es 18.000 Aufrufe mehr bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall wild, würde ich sagen. Das ist schon wild.